Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Punches Karo Cream, produziert von Voodoo JCC 2020 Achtel Gruppe D. Bin mega gespannt. Erster Kandidat, den wir uns jetzt reinziehen, Punches, weil ich persönlich Punches übertrieben feier schon seit dem VBT wirklich kenne so. Und deswegen habe ich mega Bock auf seine Runde. Let's do it, Freunde. Übrigens, die anderen Runden werden dann erst morgen online kommen. Die schauen wir uns dann an. Und ja. Einziger Kandidat heute, also Punches, den wir uns reinziehen. Let's do it, Alter. Come on, fuck me in my seat, bro. Das war übrigens gemeint, er soll mich quasi, ne, also ihr wisst, wie es gemeint war. Yeah. Video wäre von der Kuchen Creative Bakery. Schöne Grüße, Ehrenmann. Yeah. Oh, Punches. Yeah, Rapper machen jetzt auf Amphetaminhändler, doch sehen dabei aus so wie Country-Musiksänger. Bah, Digga, fetter Einstieg, geiler Rhyme. Nice! Amphetaminhändler, doch sehen dabei aus so wie Country-Musiksänger. Guck wie Punches den Beat schwängert. Ihr wollt Cash mit Mucke machen, doch droppt eure Alben auf Retransfer. Geil, Alter. Boah, guck wie Punches den Beat schwängert, Alter. Mega nice. Wie Country-Musiksänger. Guck wie Punches den Beat schwängert. Ihr wollt Cash mit Mucke machen, doch droppt eure Alben auf Retransfer. Was für Fotzen, Mann. Ich seh zwar aus wie ein Kind, aber ich bin komplett krank auf LSD. Sieht zwar aus wie ein Kid, aber ich bin komplett krank. Auch geiler, schöner Eigenhumor, feiere ich sehr. Habe ich ja auch angemerkt bei seiner letzten Runde, dass er in diesem Anzug ultra lustig aussah mit seinem Kopf und so. Ich sehe zwar aus wie ein Kind, aber ich bin komplett krank auf LSD erfahren, wenn das ich ein ekelhaftes Wesen hab, denn ich trenne per se geblappt, meine Groupies ihren Schädel abbehalte. Boah, so geil gerimt und geflowt, ne, brutal. Da merkt man auch, was er eigentlich für eine krasse Routine hat, so. Per se geblappt, meine Groupies ihren Schädel abbehalte. Nur den Skull, vergrab den Rest im Wald. Und sie sind eins mit der Natur, doch nicht aufgrund der Psychedelika. Und will eine Borderline-Schlampe sich einen Vorteil verschaffen. Von mir gefickt zu werden, lässt sie sich im Porno misshandeln. Ihr macht euch so... Digga, das ballert richtig, ich feier's unnormal, wirklich. Ich feier seine Art zu flowen mega. Das ist so ein geiler Druck in der Stimme, finde ich. Schlampe sich einen Vorteil verschaffen, von mir gefickt zu werden, lässt sie sich im Porno misshandeln. Ihr macht euch Sorgen um Punches, doch wenn ihr wüsstet, Alter, ich nur zum Pissen von Frauen höchstens den Rücken kratze. Ey, über was soll ich rappen? Zu meinem nächsten Geburtstag wünsche ich mir ein paar auf die Fresse. Geil. Oh, nochmal. Geiler Eigenhumor, geile Lines drin, geile Rhymes, gut geflowt, mega Druck, ballert mega gut nach vorne, richtig geil. Nächsten Geburtstag wünsche ich mir ein paar auf die Fresse, ehrlich. Yeah, ich bin wieder back aus der Grundschule und verpasse pädophilen Bitches eine Munddusche. Deine Schlampe sieht aus wie Karo Cream. Ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin. Yeah, ich bin wieder back aus dem Kindergarten. Meine Texte beschränken sich hauptsächlich aufs Bitches schlagen. Aber sag mir nie, dass du Punches liebst, denn die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Unnormal gut, Mann. Ey, richtig geil, ungelogen, heftige Hook. Die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Yeah. Lass uns beim Erschießungskommando eine ruhige Kugel schieben, bitch. Ich hinterlasse mehr fucking Tote als Wurstfabriken meine Noten. Heftig. Digga, er rasiert gerade komplett. Also, er übertrifft gerade richtig meine Erwartungen. Obwohl ich von ihm wirklich schon viel erwarte, eigentlich. Die geht gerade richtig gut nach vorne, die Runde, ey. Hinterlasse mir fucking Tote als Wurstfabriken. Meine Noten ziehen sich mich rein, wenn sie bumsen lieben. Deine Noten stehen auf Anscheißen und urinieren. Wildverschmierte Groupies wirken auf mich interessant. Doch ich rede nicht sehr viel mit ihnen, außer mit der Hand. Außer mit dem Schwanz, ohne authentische Fotzen. Aber wenigstens seid ihr ja echt authentisch besoffen. Krass, alter Rapper wie ich rappen vom Frauenschlagen. Und Rapper wie dieser Lasko müssen's dann ausbaden, Lauch. Ey, so geil, ungelogen. Ich feier seine Attitude so krass, ne? Wie er das auch rüberbringt und wie es rappt einfach, ist so mächtig. Geil, Mann. Mega geile Runde bis jetzt. Umschlagen und Rapper wie dieser Lasko müssen es dann ausbaden. Laucharme passen sowieso besser an Bonnys Loch. Besser, du verbringst weniger Zeit unter der Sonne, Holmes. Drück mich. Alter, richtig geile Line, Mann. Richtig geile Line. Komplett feierbar. Sowieso besser an Bonnys Loch. Besser, du verbringst weniger Zeit unter der Sonne, Holmes. Drück mich weg und du verlierst deinen Kopf. Ich komm mit Hackeball, Machete und Luise, dem Boss. Das ist kein...
und Luise den Boss. Und Luise den Boss. Das ist kein Diss, mein Schatz, so drück ich meine Liebe aus. Ich rap meinen Part, reiß dir das Face ab und zieh ihn raus. Ich bin wieder Black aus der Grundschule und verpasse pädophilen Bitches eine Munddusche. Deine Schlampe sieht aus wie Karo Cream. Ich bounce auf der Nutte rum, als wär sie ein Trampolin. Ich bin wieder Black aus dem Kindergarten. Meine Texte beschränken sich hauptsächlich aufs Bitches schlagen. Aber sag mir nie, dass du Punches liebst. Denn die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Richtig kranker schwarzer Humor hier, auch schöner Eigenhumor, voll oft mega feierbar, ne? Vor allem vom Soundbild her, ich mag's einfach, wie er float. Er hat so einen geilen Druck, er spittet das so gut rein. Feier ich mega, geht so gut nach vorne, Alter. Denn die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Deine Bitch ist so behaart, die epiliert sich mit einer Rohrzange. Aufgrund meines Bartes nutze ich Rasierer nur als Mordwaffe, Chorknappen. Aufgrund meines Barts nutze ich Rasierer nur als Mordwaffe. Ungelogen, das ist so geil, ne? So ein schöner Eigenhumor mit so guten Lines. Feier ich komplett. Meines Barts nutze ich Rasierer nur als Mordwaffe. Chorknappen-Rapper steht online Bitches ab. Also seid so gut und folgt mir jetzt verfickt doch mal auf Instagram. Werde Zeuge, wie ich Wichser da per Elektroschock an meinem High-Definition-Livestream zittern lass. Bitte was? Ich bin Gott und erkläre mich selbst zum Boss dieser Szene. Denn ich kann offenbar Mädels, auch wenn sie trocken sind, jederzeit mit dem Cock in der Kehle. Das kommen Befehlen, die merken das noch wochenlang später. Alter, wie er rasiert? Er rasiert komplett. Guck, gehört euch diese Reimkette, Alter. Bitte was? Ich bin Gott und erkläre. Was auch für eine. Was für ein Flow? So eine kranke Flow-Passage, Alter. Was? Ich bin Gott und erkläre mich selbst zum Boss dieser Szene. Denn ich kann offenbar Mädels, auch wenn sie trocken sind, jederzeit mit dem Cock in der Kehle. Das kommen Befehlen, die merken das noch wochenlang später. Hurensohn, komm mir nicht mit Glock an der Schläfe. Selbst wenn ich Platzpatronen schieße, reißt dir trotzdem der Schädel. Es kann sein, dass du hier nach etwas verwirrter bist, weil durch den Track wahrscheinlich eine psychoaktive Wirkung kickt. Reto. Komplett heftig, in allen Kategorien meiner Meinung nach überragend gerade die Runde. Richtig heftiges Brett. Eine psychoaktive Wirkung kickt, Real Talk Shit. Ich bin sowas von Hirn gefickt. Du darfst jetzt schlucken, aber bitte verlieb dich nicht. Ich bin wieder Black aus der Grundschule und verpasse pädophilen Bitches eine Munddusche. Deine Schlampe sieht aus wie Karo Cream. Ich bounce auf der Nutte rum, als wär sie ein Trampolin. Ich bin wieder Black aus dem Kindergarten. Meine Texte beschränken sich hauptsächlich aufs Bitches schlagen. Aber sag mir nie, dass du Punches liebst. Denn die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Er hat mich komplett geflasht. Ungelogen. Heftige Runde, Mann. Heftige Runde. Digga. Hohoho. Diggi, heftigste Runde. Also brutal. Geisteskranker Flow. Unnormal geile Reime. Richtig. Video geil, einfach diese Power, heftig, Mann. Geiler Humor noch dazu, alles richtig, richtig Hammer. Also das wird schwer für die anderen Kandidaten, da irgendwie dran zu kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Die schauen wir uns dann morgen an, Leute. Ich bedanke mich jetzt einfach vielmals fürs Zuschauen, muss mich erstmal kurz von diesem Brett hier erholen, Alter. Heftig. Kranke Runde, lasst auf jeden Fall Support für Pantestal, Link zum Original, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Leute. Bis dann, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.